Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das uns der Juve einmal herstellen kann und das habe ich einmal mit meinem Twink schon hergestellt. Das schimpft sich Bester Brul Faust. Und ja, was macht es? Gebt euch mit eurem besten Brul das Fäustchen. Hat einen Tag Abklingzeit. Und bevor wir das jetzt lernen und anschauen, würde ich sagen, wir schauen mal, wo wir es herkriegen. Wir können uns das einmal über einen Arbeitsauftrag herstellen lassen. Und da können wir einmal die Mats auch angucken. Hier unten haben wir das. Wir brauchen da ein paar Materialien, die wir einfach aus dem Auktionshaus kaufen können, wie ihr seht. Wir brauchen aber auch eine irdene Seele. Und da hatte ich ja schon mal ein Video zu diesen ganzen Pets erstellt gehabt. Und diese irdene Seele, die können wir dementsprechend von Elementaren absaugen, indem wir ein Ingi-Item benutzen. Und falls ihr da jetzt nicht wisst, wie das genau funktioniert, es ist nicht das Problem. Ihr müsst das theoretisch auch nicht über einen Arbeitsauftrag machen lassen, sondern ihr könnt auch das Ganze im Auktionshaus kaufen, beziehungsweise ich kann es jetzt hier auch verkaufen. Aktuell ist es noch relativ teuer, aber vielleicht auch so als Tipp für den einen oder anderen, wenn ihr einen Juve habt, beziehungsweise auch noch euch dieses Ingi-Item geholt habt, das ist irgendwie Seeleninhalator oder irgendwie so heißt der, dann könnt ihr dementsprechend damit auch vielleicht ein bisschen Gold machen. Ich muss mal gucken, ob ich das auf der Bank noch finde. Ich habe mir das irgendwann mal am Anfang der Expansion gekauft. Seelen... Ah, da haben wir es. Seeleninhalierer heißt der. Schockdrosselnder Seeleninhalierer. Da kann man nämlich von Elementaren dementsprechend die Seele am Ende absaugen. Ne? Während sie sterben, muss man das quasi channeln. Und dann kann man die holen. Da braucht man noch von dem Juve so Käfige, die man quasi dann mit den Seelen befüllen kann. Und da können dann diese Items rauskommen. Genau, so viel dazu. Wie gesagt, braucht ihr nicht unbedingt. Ihr könnt es auch im AH kaufen, wenn ihr das Ganze nicht farmen wollt. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal an. Und dann gucken wir mal, was das macht. Also ich stelle mich mal ein bisschen da raus. Am besten nicht in der Bärengestalt, weil man weiß ja nie, ob es nicht dann ein bisschen buggt. Achso, jetzt muss ich mir da irgendeinen Dude suchen. Nehmen wir mal den hier. Okay, lustig. Also den packen wir dann einfach kurz in so eine Hand. Und jetzt hat er einen Buff drauf. Beste Bruels für immer. Ach, okay. Das ist ja ganz witzig. Ist ja echt ganz witzig. Hätte jetzt nicht gedacht, dass so eine riesen Steinhand rauskommt. Ja, mehr macht das Teil tatsächlich nicht. Gibt einen schicken Buff und dann könnt ihr irgendwem zeigen, dass ihr beste Brul für immer seid. Und ja, damit sind wir auch schon durch mit dem kleinen Toy Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal wieder. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.